Als ob wir wieder zu zweit zugegriffen. Klappt gut. Und Bogdan steigt hoch, aber der Ball klar übers Tor. Und Vanskulets wieder mit schnellen Angriffen. Wieder ein schlechter Pass von Krüger. Wollte Husat am Kreis anspielen, aber da stand hinter Mann. Und Krüger holt sich den Ball aber zurück und der schnelle Konter, der Lezner läuft. Aber auch das unkonsequent gespielt. Ein lascher Pass ins Nirgendwo. Zu statisch das Spiel bei Post-Schwerin. Man weiß nicht, wo er hinspielen soll. Die Spieler sind gedeckt und zu wenig Bewegung vorhanden. Anders bei Vanskulecsen. Aber die Pässe kommen zurzeit nicht an. Nicht gut, zu lasche Pässe und Bogdan. Das ist die Stärke bei Post-Schwerin. Michael Bogdan, der jetzt erneut zum Sprunghof angesetzt hat und den Pfosten mitnimmt und sicher trifft zum 8:5. Spiel rein und Krüger schön durchgesetzt. Kann der Gegenspieler nur versuchen am Tritt zu halten, da muss er ihn natürlich loslassen. Und Krüger ein sicherer Schütze zum 9:5. Und das war eigentlich gut gemacht, da hat er Platz gehabt, der Jakob Runge. Und Krüger bindet den Gegenspieler. Und er hat eigentlich freie Platz zum Werfen, nutzt es aber nicht. Weil das Stühlein kann sich da auszeichnen und es bleibt beim 9:5. Freiwurf für Post-Schwerin. Ja. Da war eigentlich nicht zu holen, da war gut aufgehoben bei Husat. Ja, da zeigt die. Oh, da hat die. Jetzt hat aber gepennt an Tonio. Iuvu hat die Lücke gesehen und auch genutzt. Und da gibt es jetzt auch die Auszeit auf Vanskulecsner Seite. Und auch wenn es zwischendurch viel, viel besser aussah mit Zupacken, haben sich doch einige Lücken gebildet im Abwehrverband des Tabellenzweiten. Und auch genau das bemängelt jetzt Trainer Robert Schneidewind. Dass man vorne die Bälle zu leicht wegwirft und hinten doch dem Gegner Lücken lässt, die gar nicht sein müssen. Und man sich die eigene Arbeit doch kaputt macht. Sieht man auch, Robert Schneidewind, wie er nochmal einzeln auf seine Spieler eingeht, so einzelne, ein bisschen Trainingsinhalte mitgibt. Aber man spielt jetzt mit dieser Formation auch weiter. Nein, es hat einen Wechsel gegeben auf Lezner Seite. Fabian Schneider jetzt in der Partie. Für Hannes Häusler. Und er auch gleich mit der ersten Chance. Wurf gewaltig.
Und Frind, ja, erst Gedanken schneller und dann mit einem schlechten Pass. Und jetzt haben sie Glück, dass sie den Freiwurf bekommen. Ein Schneider, da suchen sie eigentlich schön das 1 gegen 1, aber da fehlt das Spielen und genau das mängelt auch der Trainer an. Das sieht ja jetzt schon gut aus auf Postseite, die Verteidigung, und Markus Husert wird am Wurf gehindert und es gibt 7 Meter. Jakob Runge mit der Möglichkeit, sein Tor zu erzielen. Vom 7-Meter-Punkt sicher verwandelt. Zum 10:6. Und der Pass an den Kreis vom Gedanken her gut, von der Umsetzung schlecht. Und der Pass von Weber ganz schlecht. Und Bogdan mit dem Treffer. Etwas unkonventionell, aber der Ball ist drin. 10:7. Es sieht jetzt noch ein bisschen aggressiver aus, was Poster macht. Und Husein mit dem Ball an den Pfosten. Hat er Pech. Und Runge unkonsequent. Geht nicht richtig hin zum Mann. Und Kienitz bringt den Ball nur an die Latte. Glück für Banskoletzen. Wieder der Passfehler. Und auch schlechter Pass auf Postseite. Florian Schneider. Und gut gegengehalten von Bogdan. Als Gedanke, der Ball auf Husert und der lief nicht weiter. Abstimmung nicht gestimmt. Und erneut ein Lattentreffer auf Postseite. Iobu war das diesmal. Und nun der Treffer von Markus Husert. Nach dem Anspiel von John Banks. Mit zwei Mann bearbeiten sie ihn da. Und trotzdem kriegt er den Ball noch rausgespielt. Jetzt wieder zu statisch. Das sah eben schon mal besser aus beim Post-Schmarin. Und Bogdan hat sich schön durchgesetzt. Dann lässt er den ersten stehen und steigt dann hoch über den zweifachen Block und bringt den Ball im Tor unter. Das war klasse gemacht, 11:8. Schrittfehler. Schön provoziert und Bank mit der Chance und den Ball an den Pfosten. Und er hat die nächste Chance und erneut gegen Pfosten und dann ist aus. Ja, und da voller Wochen jetzt versucht er es zum Dritten und alle guten Dinge sind drei. Auch in diesem Fall John Bank mit dem 12:8. Ein schlechter Pass. Auf die Außenseite, den kann Henning niemand bekommen. Und Weng in dem erneuten Versuch hat er Glück, dass er einen Freiwurf bekommt. Der Ball übers Tor. Ah, lässt den Kopf hängen, aber Trainer ruft ihm zu, das war gut, das war richtig, auch wenn der Ball nicht im Tor war. Situation richtig gesehen. Und jetzt geht Wenk raus aus dem Spiel. Hat scheinbar Schmerzen, hat er was abbekommen.
Und währenddessen Schneider scheitert an Stühlein. Und der Wechsel Hannes Häuser kommt erstmal ins Spiel. Und der passt genauso gut auf wie Bank vorher und hat hier seine Möglichkeit. Aber inkonsequent, nicht richtig durchgezogen der Wurf. Und die Anweisung vom Schiedsrichter an Antonio Iovu, nicht an den Hals gehen. Und jetzt gute Nachrichten von der Lezner Bank. Dann geht es scheinbar wieder besser. Und jetzt schönes Passspiel, jetzt völlig frei. Der Lorenz Kienitz am Kreis. Wegfuß von Krüger. Freiwurf für Post Schwerin. Und da ist wieder keiner bei Kine. Ruge steht da viel zu weit weg. Und Mea Bogdan setzt sich da gegen zwei Leute durch und macht den Treffer für Post Schwerin. 12:9. Da kann man etwas verspätet, muss erstmal die Schuhe zumachen. Sind sie eigentlich gehen mit vier Leuten zum Ball und am Ende landen dabei bei Lukas Krüger. Und er verwandelt sich jetzt zum 13:9. Ja, dafür kommt er dann zu spät gegen seinen Gegenspieler Alexander Henning. Aber Post kann nicht richtig Kapital rausschlagen und er weiß nicht wohin. Bogdan und er wirft da halt aufs Tor. An den Posten. Und da hat es auch den Torwartwechsel zurückgegeben bei Vanskulezin. Kleff wieder im Tor.